Servus Leute, im heutigen Video geht es um die aktuellen Events in EFT. Sind das Pre-Vibe-Events? Wie kann man das deuten? Wann ist der Vibe zu erwarten? Meine Einschätzung dazu und wie ich diese Questreihe erledigt habe, was ich gut fand, was ich schlecht fand, alles in dem Video. Viel Spaß! Kommen wir als allererstes zu den aktuellen Events. Da gab es jetzt zwei hintereinander an zwei Tagen. Einmal kam am Montag, dass man im Hideout das Hideout schnell ausbauen kann, ohne Verzögerung. Und das interessante Event ist Dienstag, 100% Boss-Spawn-Event. Das heißt, die Bosse sind zu 100% auf ihren Homemaps unterwegs, Kultisten wohl auch, auf Woods. Und da gibt es dann wieder einige Hinweise und es ist ganz klar, das sind natürlich Pre-Vibe-Events. Aber wir wissen ja eh, im August wird gevibed. Das heißt, es hängt von BSG ab, wann sie ready sind, wann sie dann ja den Abzug betätigen und wirklich gewiped wird. Hier oben steht schon wieder 082325. Könnte ein Hinweis sein. Wir hatten auch schon einen Hinweis in dem Stim vom Endvibe-Event hier mit den 100.000 und der 800 hier hinten dran, also 10.8. Aber das sind so Hinweise, BSG spielt da gerne mit uns. Würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Letzten Endes, werden wir es früh genug erfahren, wann Vibe ist. Ich hoffe etwas früher als später. Das werden viele so tun. Aber es bleibt abzuwarten. Es sind auf jeden Fall Pre-Vibe-Events und das ist jetzt so das erste, wo ich wirklich sage, okay, das ist ein klassisches Pre-Vibe-Event. 100% Boss-Spawns. Und natürlich gab es jetzt auch schon die ganzen Tage davor den Terra Group Trial. Hier, Terra Group Trial Part 1. Das ist eine neue Endvibe-Questreihe, die über ein paar Tage hinweg unlocked wurde. Man kriegt dafür zwei extra Reihen im Stash. Die kriegt man erst nach dem Vibe, wenn man diese Questreihe abgeschlossen hat. Und die habe ich schon erledigt auf meinem Main-Account. Ich bin gerade dabei, die auf meinem zweiten Account zu erledigen. Und ich muss sagen, die hat mir echt Spaß gemacht, diese Questreihe. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich finde es eine gute Methode, um am Ende vom Vibe nochmal, Leute zu motivieren. Man kriegt zum Beispiel auch den Lightkeeper. Für alle, die den Lightkeeper während des Vibes nicht geschafft haben, kriegt man Zugang zum Lightkeeper. Und wenn man diese Questline dann durchmacht, dann kriegt man am Ende zwei extra Stash rein. Dauerhaft, jeden Vibe für immer. Das sieht dann so aus. Man hat hier unten dann in seinem Profil auf der Seite, you will get Stashlines in Patch 13.5. Das sind dieselben Stashlines, die man wahrscheinlich auch übers Rating bekommt. Ob man das doppelt machen kann oder nicht, weiß man nicht. Ich würde ja ein bisschen belächeln, wenn das bloß einmal geht und die Leute vom Rating, das dann nicht doppelt bekommen. Aber das weiß man nicht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, diese Questline hat für ein bisschen Furore gesorgt, weil einerseits man braucht 5 Bitcoins. Man braucht diese SP8-Machete, die am Anfang komplett rar war, sauteuer. Jetzt geht's, jetzt kostet sie wohl 300.000 Rubel gerade. Dann braucht man Zugang zum Green Keycard Room, dann braucht man Zugang zum Car-Dealership-Raum, der immer noch ausverkauft ist. Da muss man sich ein bisschen zusammentun oder sich anders Zugang verschaffen. Da habe ich am Ende vom Video noch ein kleines Gameplay für euch, wie ich das gemacht habe. Und ansonsten braucht man halt die Sanitar-Tasche. Aber ich finde es im Großen und Ganzen eine sehr gute Sache und hat mir echt Spaß gemacht, diese Questline. Deshalb mache ich es auch nochmal auf dem zweiten Account. Also wenn ihr das noch verfolgen wollt, könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Und ich denke, das werden wir jetzt öfter sehen. Oder dass das am Ende vom Vibe ist auf jeden Fall, dass wir so eine Questline bekommen mit wirklich vielen Quests, so ein Event, wo man über Tage beschäftigt ist und das alle nochmal motiviert. Und dass wir das auch während des Vibes sehen, das hat Nikita auch irgendwie angedeutet, dass wir öfter solche Event-Questlines haben, wo man dann wirklich was zu tun hat, was außergewöhnlich ist und nicht immer nur die gleichen Quests macht im Vibe am Anfang. Und ist eine gute Sache und das habe ich mir auch schon immer gewünscht bei den Events, macht da ein paar Quests dazu. Macht gute Belohnungen. Davon wird es noch mehr geben und ich bin gespannt, was da noch so für Belohnungen gibt. Vielleicht wird es auch in Zusammenhang mit dem Achievement-System in Zukunft, dass man dann Achievements erreichen kann, die man halt bloß am Ende vom Vibe erreichen kann und dann nie wieder. Aber das bleibt abzuwarten, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und ich glaube, den meisten hat es auch Spaß gemacht. Auch wenn sich viel drüber aufgeregt wurde. Green Keycard Room und E-Stars und ich komme da nicht weiter. Die SP8-Machete, aber am Ende, wenn man es dann geschafft hat, ist man, glaube ich, recht glücklich drüber und hat ja auch einiges an Spaß und Unterhaltung mit der Quest. Zur wichtigsten Frage, wann ist Vibe? Ja, das lässt sich jetzt natürlich immer noch schwer sagen. BSG macht da ein gutes Geheimnis draus. Es kann jetzt sehr schnell gehen, dass jetzt jeden Tag ein Event kommt. An der Stelle muss ich mich noch kurz korrigieren. Es war natürlich Sonntag und Montag mit den Events, nicht Montag und Dienstag. Das habe ich gerade falsch gesagt. Verzeiht mir bitte. Und ja, es kann passieren, dass jetzt jeden Tag ein Event kommt und dass wir noch diese Woche am Donnerstag vipen, auch wenn es ein Meme ist, der Donnerstag. Aber es würde passen. Oder sie ziehen es noch ein bisschen,
dass es nächste Woche der Fall ist. Aber anders kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es noch länger dauert. Hoffe ich zumindest. Mir würde es nämlich zeitlich sehr gut passen, weil dann kann ich auch auf die Games kommen, wenn später der Vibe ist. Dann geht es vielleicht nicht, aber das bleibt abzuwarten. Das ist ein anderes Thema. Und ich habe jetzt noch für euch ein bisschen Gameplay. Und zwar, wie ich The Terror Group Trial Part 14 erledigt habe. Und zwar, wie ich in den Green Keycard Room reingekommen bin. Und ja, ich habe da eine gute Lösung gefunden. Die kann ich euch auch empfehlen. Kann natürlich bis ans Ende vom Vibe warten und dann einfach reingehen. Aber ich habe das anders gelöst. Will es euch nicht spoilern. Und das packe ich euch jetzt hier noch als kleines Gameplay hinten dran. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Einen Moment. Yo, dude, you hear me? What's up? Dude, I need green room. Do you have the card? Fuck. I think my homie Milk has the card, bro. Maybe, bro, if you're a good guy, bro. I'm a good guy. I want to do the quest, you know? I'm friendly. I just want green room. Yes, I understand, bro. Don't we all? Yeah. Yeah, well, look, bro. I'm not sure where I am exactly, you know? We can, I go to green room, we meet there, I put my tiger out. I just need the quest item, that's it. Bro, it's all good, bro. Just come out with the tiger, bro. All right. My friend has all the key cards. I'm right here. Yo. Come. How you doing? Chilling, bro. All right. Twitch, this is my first week. This is your first week? Yeah, I'm also live. Yes, sir. We're live on Twitch, brother. I'm always down to help a brother out. All right. Thanks a lot. We can have all the loot. Right, it's still locked. One sec, bro. Yeah. Gonna come out. Yeah, you don't want to get shot, right? What's your Twitch? If you want to go check it out, bro, it's The Real Slope, but THA at the beginning. The Real Sloth or Slope? Slowpoke. So S, it's gonna be THA. Yeah. REAL. Okay, wait, I don't get it. S-L-O-W, Slowpoke. Slowpoke. Kann man einen Slowpoke suchen? Yes, sir. The Real Slowpoke. T-H-A at the beginning, though. All right, The Real Slowpoke. Yes, yo, dude. Here's Santa Claus for you, brother. Yeah. The Real Slowpoke. Yeah, some of my viewers come now and say hi. Wait, where's the item here? It's here somewhere. I'm not sure. Wie viel Viewer hat er? There it is. Alright. Alright, guys, I'm gonna leave, alright? Okay? Where's Slowpoke? Yeah. I already called the elevator down there. I'm gonna leave. I'm gonna leave you a follow, Slowpoke, alright? In a sec. Have a good one, and thanks for the green. Hey, I appreciate you, brother. I hope you have a great one. Yeah, you too. Good luck on the rest of that quest. Thanks, dude. You too. Der geht gerade richtig ab, der freut sich mega, okay. Nice. Lass ich ihm auch mal ein Follow da.
Okay, you guys aren't kidding, bro. Hey, look, we're about to reset. We're about to reset for y'all. Thank you guys. I really appreciate it. Rat-tesque B, bro. Fuck, thank you for the follow. I appreciate you guys, man. You guys, let me play you guys some music. We're gonna go in there and drill. Alright. Gute Aktion. Gute Aktion. Das war doch mal nice, oder?